Wir stehen hier gerade vor einem Flüchtlingscamp in Lampedusa. Die Situation hier ist prekär. Es sind in den letzten Tagen über 10'000 Flüchtende angekommen. Und das Camp hat nur Platz für rund 400 bis 600 Flüchtende. Ein Großteil sind laut den Zahlen vom Roten Kreuz Männer, die hier im Flüchtlingscamp sind. Aber auch kleine Kinder, Frauen, Familien und Teenager sind im Flüchtlingscamp hier angekommen auf Lampedusa. Leider verbieten das Rote Kreuz und auch die Polizei und Security hier vor Ort, um mit Flüchtenden zu reden. Trotzdem haben wir erfahren, dass viele sich jetzt freuen, um weitergehen zu können, weil die Situation hier innen prekär ist für sie. Es werden viele von ihnen für einen Transfer gerade vorbereitet. Das heisst, wie wir hier hinten sehen, werden sie aufgereiht und mit Konvois an den Hafen gefahren, wo sie weiter mit einer Fähre auf das Festland von Italien verfrachtet werden.